Viele kleine Sachsen sind bereits in die wohlverdienten Sommerferien gestartet. Für die Daheimgebliebenen oder diejenigen, die erst später wegfahren, gibt es seit heute in Zwickau wieder eine tolle Aktion, die sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat. Die Rede ist von Mini Zwickau. Pünktlich 9 Uhr erfolgte der Startschuss zu dem Ferienkinder-Event für Kids in Zwickau, Mini Zwickau, eine Spielstadt für Kinder. Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren stürmten auf das Gelände der Pestalozzi-Schule in Zwickau-Pölbitz. Auf dem Schulhofgelände wurden sie zunächst musikalisch eingestimmt. An Tagen wie diesem wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesem haben wir noch Ewigkeit. In diesen Nachten, Nächten, die uns so viel verspricht, erleben wir das Beste. Kein Ende ist in sich. Oh, kein Ende in sich. Oh, kein Ende in sich. Oh, kein Ende in sich. Natürlich war es auch in diesem Jahr Finanzbürgermeister Bernd Mayer eine Herzensangelegenheit, die Kinder zu begrüßen. Auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Morgen! Das kennt ihr noch besser, oder? Guten Morgen! Na, das sind schon wie Ferien. Auch in diesem Jahr hat Silvia Schulze wieder den Hut für Mini Zwickau auf. Also Mini Zwickau ist vielfältiger geworden. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch wieder neue Betriebe durch die Unterstützung auch angehender Erzieher. Wir haben eine Kerzenwerkstatt, wir haben einen Aquapark, wir haben Menschenkicker organisiert und viele neue Ideen sind daraus auch entstanden durch halt neue Leute und da sind wir sehr froh drüber. Für kurzfristige Verwirrung sorgte dann der ohrenbetäubende Lärm eines Polizeifahrzeugs, welches direkt auf das Gelände von Mini Zwickau gefahren kam. Schnell wurde die Situation aufgelöst. Unter Polizeischutz wurde das Geld für die Spielestadt angeliefert und an die Mini-Sparkasse seiner Bestimmung übergeben. Auch TV Westsachsen hatte sich in diesem Jahr etwas für Mini Zwickau einfallen lassen. Seit Jahren arbeiten wir mit dem Spezialisten für Tiefkühlprodukte, der Firma Bofrost, zusammen. Das Unternehmen ist für sein soziales Engagement bezüglich Kinder bekannt. Bei Mini Zwickau wurde kostenlos Eis an die Kinder verteilt. Und das kam trotz der niedrigen Temperaturen bei den Mädchen und Jungen so richtig gut an. So mancher konnte sich zwischen den verschiedenen Sorten gar nicht so richtig entscheiden. Während Niederlassungsleiter Lars Triebel noch Eis verteilte, wollten wir von Bofrost-Mitarbeiterin Jacqueline Rubisch wissen, wie sie Mini Zwickau und die kostenlose Eisaktion findet. Na super, dass es für die Kinder organisiert wird, dass die Spaß dabei haben, gerade in den Ferien und so weiter. Ne? Das ist toll, ganz toll. Ist ja nicht die einzige Sache, wo Bofrost immer unterstützt. Wir hatten das mit dem Eisverteilen ja schon mehrfach. Genau. Es ist ja auch immer das Weihnachts- oder das Osterbacken. Und das ist ja immer alles für einen guten Zweck. Richtig, richtig. Ja, da engagieren wir uns ganz stark und ja. Das Schöne an der Spielestadt, die über 2 Wochen läuft, ist, dass man nicht zwingend die gesamte Zeit über kommen muss, sondern auch tageweise teilnehmen kann. Und das für lediglich 2 Euro pro Tag. Während sich die zahlreich erschienenen Teilnehmer anmeldeten, kamen wir mit 2 Mädchen ins Gespräch. Hanna, du bist dieses Jahr zum Mini Zwickau gekommen. Warum? Weil ich mal was Neues erleben möchte, wie das so ist. Und was erwartest du hier? Spaß und so. Dass ich was lerne. Wie die Großen das alles machen? Und ja. Hast du auch Freunde mitgebracht? Ja. Freust du dich auch? Ja. Dann viel Spaß für die Kids. Wir werden sicher auch noch mal mit der Kamera vor Ort sein und schauen, wie sich die Jüngsten in den Rollen der Erwachsenen entwickeln. Kommt nicht mehr runter, sind schwerelos.